Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 8a und 8b, jeweils zweite und dritte Beratung der von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwürfe zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung sonstiger Vorschriften sowie zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat in seiner Beschlussempfehlung auch Änderungen des fünften Buches Sozialgesetzbuch, des Infektionsschutzgesetzes, des Apothekengesetzes, der Apothekenbetriebsordnung und des Stabilisierungsfondsgesetzes mit einbezogen. Es liegen insgesamt ein Änderungsantrag sowie drei Entschließungsanträge vor. Zu beiden Gesetzentwürfen erfolgt die Schlussabstimmung jeweils namentlich. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zu Beginn für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Ricarda Lang. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 24. Februar diesen Jahres begann Wladimir Putin seinen unmenschlichen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und von Beginn an nutzte er nicht nur militärische Mittel, sondern auch Energiepreise als eine Waffe. Mit dem klaren Ziel, unsere Solidarität mit der Ukraine zu brechen und uns zu spalten. Doch das Problem begann vor dem 24. Februar. Denn warum waren wir so angreifbar? Weil wir uns über Jahrzehnte hinweg abhängig gemacht haben von russischem Gas, das vermeintlich billig war. Heute können und müssen wir ganz klar sagen, russisches Gas war niemals billig. Den Preis zahlen heute Millionen von Bürgerinnen und Bürgern. Und ihn zahlen vor allem diejenigen, die schon davor nicht wussten, wie sie um die Runden kommen, die jeden Euro zweimal umdrehen mussten. In Zahlen aber auch Familien aus der Mittelschicht und kleine und mittelständische Unternehmen, die gerade überlegen, wie sie eigentlich im nächsten Jahr noch investieren können. Und an alle die haben wir heute eine ganz klare Message. Wir nehmen Geld in die Hand, übernehmen Verantwortung und wir lassen niemand in dieser Krise alleine. Denn mit den Strom- und Gaspreisbremsen, da entlasten wir Millionen von Bürgerinnen und Bürgern ganz konkret auf der Rechnung. Da unterstützen wir Unternehmen in diesem Land und schützen so den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und da sorgen wir mit den Härtefallregelungen dafür, dass das erhalten bleibt, was wir alle brauchen. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Wir schützen die soziale Infrastruktur in diesem Land. Und einen Teil von dem finanzieren wir aus den sogenannten Übergewinnen, aus den Zufallsgewinnen, aus den Geldern, die einige wenige Energiekonzerne in diesem Krieg gemacht haben. Und für mich ist das ehrlich gesagt ein Gebot der Gerechtigkeit. Denn wenn viele Menschen, Unternehmen, Familien nicht mehr wissen, wie sie um die Runden kommen sollen und gleichzeitig einige wenige große Gewinne machen, dann ist es doch klar, dass wir einen Teil dieses Geldes nutzen, um Entlastungen für die Breite der Bevölkerung zu finanzieren. Gerade in einer Krise muss gelten, wer einen Beitrag leisten kann, der übernimmt Verantwortung, wer Unterstützung braucht, der bekommt sie. Und so machen wir aus dem viel herbeibeschworenen Winter der Wut einen Winter der Solidarität. Und ich bin mir sicher, ich habe es in den letzten Wochen schon immer wieder in Medien gehört, wir werden von Ihnen hier heute hören, das reicht alles nicht, das ist zu wenig und zu spät. Aber ich finde, die Union muss sich ehrlich gesagt mal entscheiden. Denn am Montag fordert die Union Steuerentlastungen für Wohlhabende. Am Dienstag beschwert sie sich über zu viele Schulden. Und am Mittwoch sagt sie, dass wir mehr Entlastung brauchen. Das macht alles keinen Sinn. Das wissen wir auch selbst. Dieses Finanzvoodoo wäre ehrlich gesagt lustig, wenn die Lage nicht so verdammt ernst wäre. Und deshalb ist es, glaube ich, gerade ein Zeichen dafür, dass es gut ist, dass wir und nicht Sie Regierungsverantwortung tragen. Denn die Menschen in diesem Land, die brauchen keine belanglosen, aneinandergereihten Sprechblasen. Die brauchen konkrete Lösungen. Und die bekommen Sie mit der Strom- und mit der Gaspreisbremse.
Doch wir gehen darüber noch einen Schritt hinaus. Wir arbeiten als Regierung, allen voran Robert Habeck, Tag für Tag, Windrad für Windrad, daran, dass wir unabhängiger werden von fossilen Energien. Denn es ist klar, dass wir jetzt alles geben müssen, um Menschen in Zeiten einer fossilen Inflation finanziell zu unterstützen. Aber es ist auch klar, dass der Weg zu bezahlbarer Energie nur mit Effizienz und mit erneuerbaren Energien, mit Wind und Sonne geht. Deshalb ist die Energiewende eine Frage des Klimaschutzes. Sie ist eine Frage der Freiheit. Doch die Energiewende ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ich habe gestartet mit dem Angriffskrieg von Wladimir Putin. Sein Ziel war es, unsere Solidarität zu brechen und auch unser Land zu spalten. Und ich glaube, nach diesem Jahr können wir ganz klar sagen, Wladimir Putin hat die Stärke unserer Demokratie unterschätzt. Denn wir stehen weiterhin an der Seite der Ukraine. Wir machen uns unabhängig von russischen Fossilen. Und wir stärken jetzt ganz konkret mit der Strom- und Gaspreisbremse den Zusammenhalt in diesem Land. Kurzum können wir nach einem Jahr sagen, wir lassen uns nicht spalten. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Andreas Jung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen, Frau Präsidentin, zunächst herzlich danken für Ihre Würdigung von Annemarie Renger und von Wolfgang Schäuble. Wir haben größten Respekt vor diesen Lebensleistungen, und der stehende Applaus des ganzen Hauses hat gezeigt, dass ich für viel mehr als die Abgeordneten der Unionsfraktion spreche, wenn ich sage, lieber Herr Dr. Schäuble, wir sind stolz, dass Sie einer von uns sind. Dr. Schäuble ist mit den 50 Jahren länger dabei als wir alle. Und Sie, Herr Dr. Schäuble, haben nach dem 24. Februar gesagt, Sie haben, seit Sie politisch tätig sind, keine schwere Krise erlebt. Wir haben wieder Krieg mitten in Europa. Und es geht um Frieden und Freiheit, für den wir einzustehen haben. Aber es geht auch um die Bekämpfung der Energiekrise, die uns trifft. Und darum geht es hier. Und es sind wichtige Fortschritte gemacht worden, an denen wir mitgewirkt haben. Mit dem Füllen der Gasspeicher, mit dem Beschleunigen der LNG-Terminals. Aber genauso gilt, wir sind noch nicht über dem Berg. Wir brauchen weiter die volle Konsequenz, um alle Möglichkeiten der Energieversorgung zu sichern, um alle Potenziale der Einsparung zu nutzen. Da brauchen wir volle Konsequenz. Und ich will es so deutlich sagen, für diesen und für den nächsten Winter brauchen wir auch noch mehr Konsequenz. Wir erleben seit spätestens dem Frühjahr eine Explosion der Energiepreise, und darauf braucht es eine starke Antwort. Und meine sehr geehrten Damen und Herren der Bundesregierung, das ist der Punkt, da haben Sie zu viel Zeit verstreichen lassen. Sie haben Ihr erstes Entlastungspaket im Sommer ohne Anschlussregelung auslaufen lassen, und als Olaf Scholz dann das "You will never walk alone" ausrief, sind Sie zunächst in die falsche Richtung losmarschiert. Mit der Gasumlage wollten Sie die Preise zunächst erhöhen. Viel zu spät ist dann die Gaskommission eingesetzt worden, erst im September. Und das ist der Grund, warum diese Bremsen nicht vor dem Winter kommen, sondern erst nach dem Winter. Und das ist der Grund, warum Sie sich selbst unter einen Zeitdruck gesetzt haben, der dazu geführt hat, dass um 0.25 Uhr in der Nacht auf gestern dem zuständigen Ausschuss für Klimaschutz und Energie ein Konvolut von 400 Seiten mit Änderungsanträgen zugestellt worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das steht einer seriösen Behandlung dieses Gesetzespaketes heute entgegen. Und wäre es Ihnen vor lang wirklich darum gegangen, so einen Zusammenhalt beschworen, hier eine, nicht einfach nur Ihre Mehrheit zu nutzen, die Sie haben, sondern eine Mehrheit über die Regierungskoalition hinaus zu suchen, da hätten Sie wohl die größte Oppositionspartei vor 0.25 Uhr in der letzten Nacht beteiligt. Wir haben Respekt vor der Arbeit der Gaskommission,
Und wir unterstützen es, soweit ihre Ergebnisse umgesetzt wurden, um durch diesen Winter zu kommen, um dort, wo Menschen, Betriebe unter gestiegenen Preisen leiden, jetzt zu helfen. Ich sage das deutlich, aber genauso deutlich sage ich, wir kritisieren das, wo Sie abweichen von den Empfehlungen der Gaskommission. Und das betrifft gerade die Industrie. Die Industrie wird mit den Regelungen, die Sie aufgebaut haben, mit Hürden, mit Anforderungen, mit Begrenzungen, da werden weite Teile der Industrie, gerade der energieintensiven Industrie, diese Preisbremsen überhaupt nicht in Anspruch nehmen können. Und deshalb konterkariert Ihre Umsetzung das doch auch von Ihnen ausgerufene Ziel, jetzt die industrielle Substanz unseres Landes, den industriellen Kern zu sichern. Da geht es um Tausende von Arbeitsplätzen. Es geht um Wertschöpfung in unserem Land. Es geht um Lieferketten. Ja, es geht um den Zusammenhalt unseres Landes genau an diesem Punkt. Und da konterkarieren Sie die Ergebnisse der eigenen Kommission, Ihre eigenen Ansagen. Und es setzt die Industrie, die Arbeitsplätze, die Wertschöpfung in Deutschland in dieser Krise auf das Spiel, und das halten wir für einen schweren Fehler. Sie waren es, Herr Habeck, derjenige, der gesagt hat, wir werden die Kostendämpfung, das Programm zur Kostendämpfung, das Programm, das werden wir öffnen für Mittelstand und Handwerk. Ich stelle fest, es gibt heute keinerlei Antwort auf die Bäckerei, die umgestellt hat auf Pellets, die jetzt unter der Preissteigerung genauso leidet. Da gibt es weiter Lücken in Ihrem Programm, und dabei darf es nicht bleiben. Sie müssen da nachbessern. Und letzte Bemerkung über die Frau Lang. Weil die Frau Lang die erneuerbaren Energien angesprochen hat, was Sie vorlegen, Sie haben nachgebessert, aber es bleibt eine Bremse für erneuerbare Energien. Sie konterkarieren das, was Sie mit dem Osterpaket auf den Weg bringen wollten. Beschleunigung der erneuerbaren Energien, Abschöpfung von fiktiven Erträgen statt tatsächlichen Gewinnen. Das ist das Gegenteil dessen, was wir jetzt brauchen zur Beschleunigung. Sie respektieren nicht dort, wo Investitionen gemacht werden. In anderen Ländern kann es angerechnet werden. Da werden die privilegiert, die investieren. Hier werden Investitionen zurückgestellt. In der erneuerbaren Branche ist die Rede von einem Schildbürgerstreich. Es werden Klagen angekündigt. Ja, wir brauchen den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Und den konterkarieren Sie mit diesem Paket. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Matthias Miersch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass nach dem Gedenken und den Ehrungen wir dieses Thema hier heute als ersten Punkt auf der Tagesordnung haben. Denn die Ampelkoalition beweist mit diesem Rettungsschirm, dass Politik gestalten kann und dass wir gerade in diesen Zeiten Sicherheit schaffen können. Und das machen wir heute nach vielen Wochen Beratungen durch die Kommission, durch die Regierung. Dieses Parlament gibt heute weiten Teilen der Bevölkerung und der Wirtschaft in Deutschland Sicherheit mit den Energiepreisen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Kollege Jung, ja, Sie können kritisieren überall. Und einige Punkte, auf die werde ich noch eingehen. Aber Sie müssen auch hier sagen, dass Sie den Ursprung, die Grundlage für das alles überhaupt nicht mitgetragen haben. Sie haben gegen die 200 Milliarden gestimmt, die überhaupt die Voraussetzung sind, dass wir das machen, worum es hier heute geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe vor zwei Wochen einige Punkte angesprochen, die meiner Fraktion sehr wichtig gewesen sind, in den letzten 14 Tagen noch einmal zu beraten. Und ich bin froh, dass wir diese Punkte jetzt im parlamentarischen Verfahren als selbstbewusste Fraktion auch geklärt haben. Für uns war es richtig und wichtig, dass wir all die auch im Blick haben, die nicht nur von Gas oder von Fernwärme abhängig sind, sondern gerade die, die Öl und Pellets beziehen. Und ich weiß, es ist eine Riesenherausforderung, weil wir hier keine festen Versorgungsstrukturen haben, sondern auf Antragsverfahren abstellen müssen. Aber dass die ähnlich gestellt werden wie die Gaskunden, wo wir sagen, ja, das Doppelte ist zu tragen, aber was darüber hinausgeht, da hilft der Staat. Das ist eine Form von Gerechtigkeit, und ich erwarte, dass Bund und Länder jetzt die Wege finden, um hier die Gerechtigkeit auch zu realisieren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ja, und es ist richtig gewesen, dass wir beim Biogas und der Frage der Abschöpfung auch noch mal nachjustiert haben, hier die Freibeträge angehoben haben und kleine Anlagen rausnehmen aus der Übergewinnbesteuerung. Dieses ist eine Energieform, die wir jetzt brauchen, und auch hier ist der parlamentarische Eingriff dringend richtig und notwendig gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und dann bin ich bei Ihnen, Herr Kollege Jung. Sie haben recht. Wir werden sehr genau aufpassen müssen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, auch wirkt. Es ist aber nicht die Bundesregierung gewesen, die beim Industriepreis interveniert hat, sondern es sind Vorgaben der Europäischen Kommission, die uns verpflichten, bestimmte Voraussetzungen einzuziehen. Und hier sage ich ganz deutlich, das werden wir uns angucken, an welchen Stellen wir hier gegebenenfalls nachjustieren müssen. Das ist ein lernendes Verfahren. Es gibt keine Blaupause. Wir sind bereit, gegebenenfalls nachzusteuern, wenn wir mehr Punkte sehen, wo nachgesteuert werden muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden uns garantiert nicht zurücklehnen, sondern, Herr Bundeswirtschaftsminister, die Aufgaben der nächsten Wochen sind klar skizziert. Bei Krisenintervention darf es nicht bleiben. Ich glaube, es hat Sie genauso geschmerzt wie mich, dass wir zum Beispiel bei der Gewinnabschöpfung nicht berücksichtigen konnten, wenn in erneuerbare Energien investiert werden konnte. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, analog zu dem, was wir bei LNG-Terminals jetzt schaffen, muss der Schlüssel sein, dass wir dort maximal das erreichen, um Energiesouveränität tatsächlich in diesem Land hinzubekommen. Die Aufgaben liegen wieder vor uns, sie liegen nicht hinter uns, und wir werden uns als Sozialdemokratie dem mit voller Kraft stellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Steffen Cottré. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Abrissunternehmen Ampelkoalition marschiert weiter in Richtung energie- und sozialpolitischen Abgrund und in den haushalterischen Wahnsinn. Die Summen der Transferzahlungen sind nicht mehr real gedeckt. Wir haben deshalb eine Inflation von 10%, um mit dem daraus resultierenden realen Schrumpfen der nicht mehr rückzahlbaren Schulden den Bürgern diesen Werteverlust aufzuhalsen. Wie in Diktaturen werden die selbstgeschaffene Mangelwirtschaft verwaltet und die Bürger geschröpft, meine Damen und Herren. Planwirtschaftlich werden Löcher mit Steuergeldern jetzt gestopft, die wir in einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft ohne diese dumme und naive Sanktionspolitik gar nicht hätten. Trotz Preisbremse werden die überhöhten Energiekosten ja doch bezahlt, aber eben jetzt, wie auch schon bei der sogenannten Energiewende, von den Steuerzahlern. Die Situation ließe sich sofort entschärfen mit Kernenergie, mit Kohleverstromung, mit Beendigung der nutzlosen Sanktionen. Aber weil die Ampel das nicht tut, müssen wir konstatieren, dass wir es hier mit einer Veruntreuung von Steuergeldern zu tun haben. Die leider nicht mehr dem Volk verpflichtete Ampel scheffelt das Geld der Deutschen über die eigentlichen Energiekosten hinaus mit vollen Händen ins Ausland. In die USA für überteuertes Flüssiggas, nach Indien für russisches Öl, jetzt nach Frankreich und Belgien für russisches LNG. Und Russland bekommt trotzdem weiterhin Geld, obwohl die Propaganda der Ampel genau das verhindern wollte mit diesen Sanktionen. Aber das linksgrüne Abbruchunternehmen Ampelkoalition macht uns dadurch leider zu Geißeln ihrer heuchlerischen Moralpropaganda, meine Damen und Herren. Und normal wäre eine Beendigung, wenn Dinge nicht funktionieren, aber eben leider nicht bei den Linksgrünen. Die Verhinderung der niedrigen Strompreise muss also einen Grund haben.
Und der liegt wohl in der Absicht, uns Deutsche finanziell zu schädigen, unsere Wirtschaftskraft quasi zu verdünnen, wie es wahrscheinlich der ehemalige grüne Kriegsminister Joschka Fischer gesagt hätte, quasi zu verdünnen. Und ein Instrument dafür ist es, nicht direkt preiswertes russisches Öl und Gas einzukaufen, sondern über Umwege und Zwischenhändler. Und damit kann dann diese Trümmertruppe nämlich zusätzlich Geld außer Landes schaffen, mit der Einschaltung zum Beispiel des US-amerikanischen Unternehmens ConocoPhillips für katarisches Gas, der belgischen Fluxi, der französischen Total Energies. Meine Damen und Herren, mit einem Straftatbestand Steuergeldverschwendung säße vermutlich die gesamte Bundesregierung auf der Anklagebank. Die Bürger zahlen brav ihre hohen Steuern, und die Regierung verschwendet sie regelmäßig. Das muss aufhören. Und deshalb wird es mit der AfD diesen Straftatbestand Steuergeldverschwendung geben. Das linksgrüne Politbüro löst mit seinen planwirtschaftlichen Transferzahlungen nicht nur nicht die Probleme in unserem Land, sondern sie verschärft sie auch für die Zukunft. Die Preisdämpfung beim Kunden, hier jetzt in diesem Gesetzespaket bei uns vorliegend kodifiziert, löst nicht nur die Probleme, sondern sie bewirkt einen Anreiz für unbegründete Preiserhöhungen bei den Unternehmen selbst, bei den Lieferanten. Im nächsten Jahr entfällt russisches Rohrleitungsgas komplett, und der Ersatz fehlt. Die Battletour von Scholz und Habeck waren bekanntlich nicht sehr ergiebig. Und wenn die Weltwirtschaft wieder anzieht, ja, dann wird überall LNG nachgefragt, und es wird für uns auch knapper und teuer. Meine Damen und Herren, die Schädigung der Deutschland AG geht leider weiter. Die Menschen in unserem Land werden das aber erkennen, sich wehren, und dann ist es Schluss mit dieser gegen unsere Menschen gerichtete Politik. Sie konnten sich natürlich nicht wieder enthalten, hier was zu sagen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Lukas Köhler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns vor nicht einmal 10 Monaten, also noch nicht mal vor einem Jahr, hier darüber unterhalten, welche Auswirkungen dieser Krieg hat und welche Auswirkungen dieser Krieg haben wird. Und wir haben damals festgestellt, es wird nicht einfach. Und natürlich ist es nicht einfach. Aber wir haben auch damals schon sehr klar gesagt, alles, was wir können, werden wir hier in diesem Hohen Haus mit der Ampel tun, um die Regierung zu unterstützen, um gegen diesen Krieg zu arbeiten, um dafür zu sorgen, dass der Mittelstand erhalten wird, dass die Industrie erhalten wird, dass wir dafür sorgen, dass Härten nicht so treffen, wie sie könnten, wenn wir nichts tun würden. Und wir haben immer gesagt, wir werden die Ukraine unterstützen. Und das ist nach wie vor richtig. Es bleibt richtig, die Ukraine zu unterstützen, auch wenn es nicht einfach ist, 200 Milliarden neue Schulden aufzunehmen, dafür zu sorgen, dass wir viel Geld an die Menschen verteilen. Auch wenn es nicht einfach ist, dafür zu sorgen, dass wir und zu sehen, dass wir in eine neue Zeit eintreten müssen, wenn es um die Energieversorgung ist. Und es ist trotzdem richtig, die Menschen zu unterstützen, und es ist trotzdem richtig, dafür zu sorgen, dass die Ukraine unterstützt bleibt. Wir haben mit der Strom- und Gaspreisbremse jetzt ein einfaches, schnelles und wirksames Instrument vorgelegt. Ist es ein perfektes Instrument? Nein. Wie sollen wir in so kurzer Zeit das perfekte Gesetz machen? Wolfgang Schäuble hat es gerade gesagt, wir können in Schönheit sterben oder wir können Dinge pragmatisch lösen. Und ich finde es richtig, dass wir uns für Pragmatismus entschieden haben. Heißt das, wir werden kein Problem mit diesem Gesetz bekommen? Nein, das heißt es nicht. Heißt es, dass wir reaktionsfähig sind? Ja, das beweisen wir jeden Tag. Wir beweisen und zeigen jedes Mal, dass es funktioniert, dass wir Dinge besser machen. Und ich finde es gut und richtig, dass wir in diesem Gesetz die unterschiedlichen Anreize drin haben, dass wir dafür sorgen, dass der Mittelstand entlastet wird, gut durch das Jahr kommt, dass wir für KMUs noch mal einen Härtefallfonds legen gemeinsam mit den Ländern, dass wir dafür sorgen, dass die Industrie wirklich bei ihren Energiekosten unterstützt wird.
Und gleichzeitig müssen wir den Sparanreiz aufrechterhalten. Ich finde, das darf in dieser Debatte nicht vergessen werden. Wenn wir zu wenig Gas sparen, dann reden wir in ein paar wenigen Monaten nicht mehr über die Probleme eines solchen Gesetzes oder die Herausforderungen, vor der wir gerade stehen. Dann reden wir über eine Gasmangellage. Und das darf uns nicht passieren. Und deswegen ist es richtig, dass wir sparen. Und es ist auch richtig, dass wir diejenigen, zum Beispiel die Erneuerbaren, die extreme Gewinne in diesem Jahr eingefahren haben, wegen dem Marktdesign, das wir haben, dass wir da dafür sorgen, dass die Zufallsgewinne abgeschafft werden. Und es ist trotzdem richtig, dass wir beim Biogas viel rausgeholt haben dafür, dass da die Härten nicht kommen, dass wir dafür gesorgt haben, dass wir weiterhin flexible Leistungen am Markt haben. Denn auf der einen Seite sparen ist richtig, aber auf der anderen Seite müssen wir heute schon in die Zukunft denken. Wir müssen heute darüber nachdenken, woher kommt das Gas in der Zukunft. Und ja, da darf auch die deutsche Gasförderung nicht ausgeschlossen sein. Aber es darf natürlich nicht dabei enden. Wir müssen in erneuerbare Energien investieren. Wir müssen aber auch ein neues Strommarktdesign schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Industrie, dass der Mittelstand, dass die Wirtschaft, dass die Menschen in diesem Land mit günstiger Energie versorgt werden. Und wenn wir das alles hinbekommen, dann sind wir auf einem wirklich guten Weg. Zum Schluss möchte ich noch mal Robert Habeck und dem BMWK für dieses Gesetz danken. Es war ein heißer und schneller Ritt. Und ich glaube, wir haben hier wirklich etwas Gutes vorgelegt. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Klaus Ernst. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Lang, Sie haben gerade gesagt, Gas war bei uns eigentlich nie billig. Der erste grandiose Fehlschluss, den Sie da machen. Der niedrige Gaspreis war mit Ursache dieses Wohlstands dieser Republik in den letzten 50 Jahren. Und von diesem Wohlstand haben auch Sie profitiert. Sie konnten studieren. Die industrielle Basis beruhte zum einen auf der Energie und zum anderen auf den gut ausgebildeten Leuten, auf vernünftigen Löhnen. Das heute in Frage zu stellen und zu tun, als wäre das nicht gewesen, ist schlichtweg an der Realität vollkommen vorbei. Und ich freue mich übrigens, dass sich unsere Ex-Kanzlerin tatsächlich weigert, sich für diese Politik zu entschuldigen. Nein, das sage ich Ihnen, weil Sie freuen sich ja darüber, dass sie es nicht tut oder ärgern sich, dass sie es nicht tut. Ich finde das gut, dass sie das nicht tut, dass sie zu diesem Punkt sich bekennt. Ich würde mich freuen, von der CDU würden das mehr so sehen. Zweitens. Wir machen jetzt einen Gaspreisdeckel, also eine Gaspreisbremse. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Wir verdoppeln, trotz dieser Bremse, verdoppeln wir den Gaspreis. Für 80% des Gases wird, 80% des Gases ist doch schlichtweg doppelt so teuer wie vorher. 80%. Und für den Rest machen wir überhaupt nichts. Der Rest ist Marktpreis. Wir verdoppeln die Energiepreise beim Gas und beim Strom 35%. Das ist die Realität Ihres Deckels. Ich weiß nicht, warum Sie sich so aufregen. Lesen Sie doch Ihr eigenes Gesetz, da steht es doch so drin. Und dann sage ich Ihnen, das führt im Ergebnis nicht dazu, dass eigentlich das passieren sollte, was die Bundesregierung mit dem Amtseid versprochen hat. Nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Wenn das kein Schaden ist, dann weiß ich nicht noch, was der Schaden ist, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, dass aus diesen Gründen wir keine Gasbremse machen, sondern mit Ihrer Politik wir dazu beitragen, dass insbesondere die industrielle Basis dieses Landes gefährdet wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Andreas Audretsch. Frau Präsidentin, Herr Ernst, ich muss mit Ihnen anfangen. Es ist traurig und ich hätte das gerne anders gemacht. Aber es ist einfach nicht möglich, daran vorbeizugehen, was Sie gerade gesagt haben. Sie sind Vorsitzender des Ausschusses für Klima und Energie. Und wenn Sie hier sprechen, kriegen Sie Applaus ausschließlich aus einer Fraktion, nämlich von ganz rechts, von der AfD.
Ich weiß nicht, wohin sich die Linke entwickeln will, aber das, was wir hier erlebt haben, ist ein weiterer Tiefpunkt und ist traurig. Es tut mir leid. Wir deckeln heute Gas- und Strompreise für Millionen von Menschen, für Millionen von Unternehmen, für Krankenhäuser, Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, soziale Einrichtungen. Und das ist ein Handeln in einer Dimension, die so in Deutschland noch nie dagewesen ist. Es ist eine klare Ansage, dass wir uns nicht erpressen lassen, dass wir uns nicht erpressen lassen mit Energie als Waffe und dass wir uns schon gar nicht erpressen lassen von einem Diktator namens Wladimir Putin. Und ich sage Ihnen mal, was das in der Praxis bedeutet. Zum Beispiel für eine vierköpfige Familie 100 Quadratmeter Wohnfläche. Diese Familie spart durch die Deckelungen bei Gas und Strom über 1.500 Euro im Jahr. Das ist die Antwort, die wir geben auf Wladimir Putin, auch an die hier im Deutschen Bundestag, die versuchen, die Menschen in so einer schwierigen Lage aufzuwiegeln. Und vor allem ist es die Antwort, die wir geben an all die Menschen da draußen, die verdient haben, dass wir in dieser Krise solidarisch sind und Probleme gelöst kriegen. Fairness und Gerechtigkeit, das hat uns bei der Ausgestaltung der Bremsen geleitet. Und deswegen ist es ein Gebot der Vernunft, dass diese Maßnahmen, dass die Bremsen versteuert werden, weil die, die mehr haben, die können natürlich auch etwas mehr beitragen. Die Menschen, die sehr wenig haben, die brauchen jetzt den vollen Entlastungsbetrag. Und deswegen haben wir eingeführt, dass die Bremsen versteuert werden und schaffen so ein Prinzip von Gerechtigkeit und Solidarität auch in dieser Krise. Und das gilt selbstverständlich auch für Vorstände, für die Manager von Unternehmen, die nun hohe Millionenbeträge an Unterstützung kriegen können. Und ich sage es einmal sehr, sehr klar. Staatshilfen in dieser Krise sind richtig und sie sind notwendig. Und gleichzeitig muss dabei aber doch klar sein, dass diese Hilfen in die Betriebe fließen müssen, dass diese Investitionen in die Unternehmen, in die Zukunft fließen müssen, in den Standort Deutschland. Wir subventionieren nicht die Konten von Aufsichtsratsvorsitzenden oder Vorstandsvorsitzenden. Wir wollen nicht, dass Dividenden dann ausgezahlt werden, wenn hohe Millionenbeträge vom Steuerzahler an die Unternehmen gehen. Das, was wir tun, ist Zukunft zu finanzieren. Das, was wir tun, ist zu stützen, um daraus für Unternehmen eine Perspektive zu erreichen. Und das ist das, was wir mit dieser Preisbremse umsetzen können. Eines darf uns bei all dieser aktuellen Lage nicht passieren. Wir dürfen bei der Bewältigung der Probleme nicht die größte Krise unserer Zeit, die Klimakrise, aus den Augen verlieren. Und darum ist Nachhaltigkeit und darum ist Klimaneutralität genau die Perspektive, die wir brauchen, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Und deswegen haben wir in den Verhandlungen dafür gesorgt, dass die mögliche Förderung für Erneuerbare bei den Ausschreibungen um 25% angehoben wird, weil wir wissen, dass wir jetzt einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen, um die Krise zu überwinden. Raus aus Putins Gas und raus aus Putins Öl muss heißen, rein in die Erneuerbaren. Und auch das machen wir mit diesem Paket. Und auch das ist Teil der Lösung, die wir hier heute vorlegen. Wir investieren in Solidarität und Fairness in dieser Krise. Und gleichzeitig investieren wir in Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, um mit Deutschland aus dieser Krise schnell und nachhaltig wieder herauszukommen. Danke schön. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Jens Spahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gestern gehört, unter anderem von Frau Dröge, Herrn Dürr, Sie wünschen sich eine konstruktive Opposition. Und die kriegen Sie seit Monaten. Die Union hat seit März die wirksamste aller Preisbremsen gefordert, eine Ausweitung des Angebotes. Umso mehr Strom produziert wird, desto niedriger der Preis. Sie haben den Menschen monatelang erzählt, morgens im Radio, abends in der Tagesschau, wir hätten kein Stromproblem. Sie haben erst gelacht, als wir gesagt haben, mehr Kohle ans Netz. Sie haben unsere Anträge für mehr Biogas und Windenergie abgelehnt. Sie haben sich bei der Kernenergie unseren Vorschlägen ideologisch verweigert. Aktuell übrigens, Frau Lang,
wird fast zwei Drittel unseres Stroms wochenweise aus fossilen Brennstoffen, Kohle und Gas produziert. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, wenn dann die drei Kernkraftwerke abgeschaltet werden für nächsten Winter, dass wir noch mehr Gas verbrennen? Lassen Sie die drei Kernkraftwerke in dieser Krise in den nächsten zwei Wintern am Netz. Die Union als konstruktive Opposition sagt Ihnen seit dem Sommer, dass Sie Haushalte und Wirtschaft schnell und wirksam entlasten sollten. Schnell durch eine Senkung der Mehrwert- und Energiesteuern. Das haben Sie bisher nur beim Gas gemacht. Das sollte jetzt auch vor allem beim Öl passieren, um Millionen Haushalte zu entlasten. Sie machen es nicht schnell und wirksam für diejenigen, das sind Millionen Haushalte in Deutschland, die mit Öl heizen, vor allem im ländlichen Raum. Sie machen irgendeinen Fonds, von dem bis heute keiner weiß, ob überhaupt irgendwo eine Hilfe ankommt. Sie machen Millionen Haushalte zu Antragstellern, anstatt es unbürokratisch und einfach zu machen. Sie haben stattdessen monatelang Zeit mit einer Gasumlage vergeudet, die in der Krise den Preis noch erhöht hätte. Dann haben Sie eine Gaskommission eingesetzt, spät, aber immerhin, die Ergebnisse haben Sie zelebriert. Und nun setzen Sie die Ergebnisse der Kommission so um, dass weite Teile der Wirtschaft Sie gar nicht werden in Anspruch nehmen können oder wollen. Dass Sie entlasten wollen, ist richtig. Und ja, das haben wir immer gefordert. Aber Sie machen es bürokratisch, halbherzig, spät und hektisch. Der BDI-Präsident Russwurm, der Mitglied der Gaskommission war, sagte gestern, er wäre tief enttäuscht. Die Politik lege mit ihrer Ignoranz gegenüber den betrieblichen Realitäten die Axt an die Grundpfeiler des Standortes Deutschland. Verbraucherschützer sind enttäuscht, die Gewerkschaften alarmiert. Eine konstruktive Opposition kann solchen Befunden nicht zustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer eine konstruktive Opposition will, Herr Kollege Gremmels, der sollte Sie einbinden. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten trotz mehrfacher Angebote nicht das ernsthafte Gespräch mit uns gesucht. Sie haben uns im Gegenteil Dienstagnacht über 400 Seiten Änderungsanträge geschickt, die Mittwochmorgen im Ausschuss beschlossen werden sollten. Im Ausschuss konnten Sie teilweise selbst Ihre Regelungen für Öl und Pellets zum Beispiel nicht wirklich nachvollziehbar erläutern. Ich war digital zugeschaltet, Herr Kollege Kruse. Das Schöne an hybriden Sitzungen ist, man kann digital teilnehmen. Und dabei habe ich gemerkt, Herr Kollege Kruse, der zuständige Energieminister war im Energieausschuss einmal mehr nicht da. Und Herr Habeck, es ist schon bezeichnend, dass heute hier in dieser Debatte bei diesem Thema Sie nicht reden. Wer von seinem eigenen Gesetz überzeugt ist, der kann es auch hier vor dem Deutschen Bundestag vertreten und muss nicht den Gesundheitsminister schicken, um die Energiepolitik der Regierung zu erklären, liebe Kolleginnen und Kollegen. Statt die konstruktive Opposition zu beschimpfen, statt dieses teilweise aggressive Mimimi, das wir gestern vor allem in der Debatte erlebt haben, sollten Sie lieber schauen, wie wir zu einer konstruktiven Regierung kommen. Wie wir es schaffen, ja, in einem guten Gespräch. Und Sie können das für sich entscheiden. Sie können für sich entscheiden, Sie haben die Mehrheit, Sie ziehen das hier durch. Das ist völlig okay. Das ist Ihr gutes Recht. Aber erwarten Sie dann nicht, dass wir da in Mithaftung gehen. Denn die einzige Bremse, die seit Monaten wirklich wirkt, ist leider die Ampel selbst. Sie bremsen mehr Angebot beim Strom und damit niedrige Preise politisch aus. Sie bremsen wirklich wirksame Hilfen für Handwerk, Mittelstand und Industrie und damit für Millionen Arbeitsplätze aus. Sie bremsen ein ordentliches parlamentarisches Verfahren, eine gute Debatte und notwendige Transparenz aus. Das Ergebnis ist ein Gesetz, das gut gemeint ist, aber nicht gut gemacht. So viel Halbherzigkeit, Bürokratie und Hektik. Dafür sollten Sie uns nicht in Verantwortung nehmen wollen. Die müssen Sie schon selber tragen. Eine konstruktive Opposition kann da nicht zustimmen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Verena Huberts. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ein Jahr.
Heute, in der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, beschließen wir ein noch nie dagewesenes Paket mit Bremsen, Gas und Strom, sodass die Wirtschaft, aber auch die Haushalte in diesem Land gut durch diese Krise kommen. Und da würde ich mir wünschen, Herr Spahn, wenn Sie da dann auch mal zustimmen und nicht dagegen sind. Denn bei Ihren Vorschlägen ständen wir jetzt schon wo ganz anders. Und deswegen ist das heute ein wichtiger Schritt für dieses Parlament. Und ich möchte hier heute mal auf die wirtschaftspolitischen Themen eingehen. Denn wir erinnern uns noch alle an den Sommer, an die Bäckereien, die gesagt haben, ich bekomme ja keine Hilfe, weil ich nicht auf irgendeiner Liste stehe, die Kübelliste heißt, und weil die Hilfen nicht für mich greifen. Und das, was wir jetzt tun, das sind Unternehmenshilfen. Die helfen den großen Aktiengesellschaften, den kleinen Personengesellschaften, egal in welcher Branche, egal wo. Wir ziehen eine Bremse ein, damit wir in diesem Land noch was zu transformieren haben nach dieser Krise. Und das ist wichtig. Aber wir stellen auch Bedingungen an diese Unterstützungen. Zum Beispiel, wenn Unternehmen ganz, ganz viele und ganz große Millionenhilfen bekommen, dann erwarten wir auch, dass der Standort gesichert bleibt und die Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass man nicht den Koffer mit dem Geld nimmt und dann woanders das Werk wieder aufbaut. Und dafür haben wir uns als Sozialdemokratie stark gemacht. Und es geht auch um Respekt in diesem Land. Dass Unternehmen auch ihren Beitrag leisten, dass wir alle gemeinsam gut durch diese Krise kommen. Und da kann es nicht sein, wenn ich auf der einen Seite Steuergelder und ganz viel Staatshilfe bekomme, auf der anderen Seite sage, so, jetzt schütte ich doch mal hier die Gewinne aus und ich erhöhe doch mal den Boni. Und bevor ich dieses Mandat letztes Jahr angenommen habe, war ich selbst Unternehmerin. In der Corona-Pandemie war es für uns alle eine schwierige Zeit. Und da bin ich nicht hingegangen und habe mein Gehalt erhöht, da habe ich das Gehalt gekürzt und nicht noch einen Bonus ausgeschüttet. Und deswegen haben wir auch Verbote in diesem Gesetz verankert. Und das ist auch ein Zeichen des gemeinsamen Respekts, ein Zeichen, dass wir auch gemeinsam unseren Beitrag leisten müssen. Und natürlich sind in diesem Gesetz viele Berechnungsgrundlagen drin. Zum Beispiel, dass Vorjahreszeiträume bestimmen, welcher Grundbedarf denn zum Beispiel subventioniert wird. Und 2021 war für uns alle kein einfaches Jahr, und 2021 fließt mit rein in diese Berechnung. Für die Hotellerie, Gastronomie, den Einzelhandel. Wir hatten staatlich verordnete Lockdowns. Wir hatten aber auch, ich bin Rheinland-Pfälzerin, eine Flutkatastrophe, die nicht nur unser Bundesland, sondern auch Nordrhein-Westfalen und Bayern betroffen hat. Und wenn an der einen Seite das Betriebswerk wegschwemmt oder das Restaurant nicht öffnen kann, da kann ich nicht sagen, 21 war die Berechnungsgrundlage und das nehmen wir jetzt und darauf berechnen wir eben die Hilfen. Nein, wer einmal im Regen gestanden hat, darf nicht ein zweites Mal im Regen stehen und deswegen werden dort individuelle Prognosen angelegt und das haben wir im parlamentarischen Verfahren jetzt auch noch mal klargestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das ist ein dickes Brett und das ist auch nicht perfekt. Und der Kollege Mirsch hat eben schon darauf hingewiesen, wir werden auch noch mal unsere Hausaufgaben mitnehmen nach Brüssel, damit wir schauen, da wo das Temporary Crisis Framework, also dieses Rahmenkorsett, was überhaupt erlaubt, was Unternehmen auch jetzt an Hilfe bekommen können, dass da, wo zum Beispiel die großen Konzerne, die einen Gewinnrückgang zum Beispiel zeigen müssen, einen EBITDA-Rückgang, ja, das passt noch nicht so richtig gut zusammen. Und deswegen wird der Wirtschaftsminister, deswegen wird der Kanzler und wir alle gemeinsam dafür in Brüssel werben, dass das, was wir hier auch bereitstellen, auch ankommt. Und da lade ich Sie herzlich ein, dann doch bitte heute mal zuzustimmen und nicht nur zu sagen, was wäre. Denn heute ist erstmal ein wichtiger Tag für die Menschen und die Wirtschaft in diesem Land, damit wir da alle miteinander gut rauskommen. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Marc Bernhard. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Konzept Ihrer Energiewende war es, alle Kohle- und Kernkraftwerke abzuschalten und diese durch Gaskraftwerke zu ersetzen, die hier überall im Land gebaut werden sollten.
So wurden allein Anfang dieses Jahres 10 Gigawatt Leistung an Kern- und Kohlekraftwerken abgeschaltet. Das ist genauso, wie wenn man ganz Baden-Württemberg den Stecker ziehen würde. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist aber jedem klar, dass dieser Plan so nicht mehr funktionieren wird. Und es ist jetzt 10 Monate her. Und was haben Sie von der Regierung in diesen 10 Monaten gemacht, um die Energieversorgung unseres Landes sicherzustellen? Ganz offensichtlich nichts Sinnvolles, denn sonst müssten die Bürger heute nicht den doppelten Strompreis und den 5-fachen Gaspreis bezahlen. Sie hätten sofort mit Kriegsbeginn handeln müssen, den Ausstieg aus Kohle und Kernenergie aussetzen und alle nur wenige Wochen vorher vom Netz genommenen Kraftwerke wieder ans Netz nehmen. Und dann hätten wir diese ganze Energiekatastrophe hier heute nämlich gar nicht. Sie haben also diese aktuelle Notlage, sei es mutwillig oder durch Unfähigkeit sehenden Auges herbeigeführt. Und deshalb muss den Menschen jetzt auch dringend geholfen werden, denn in Deutschland darf niemand frieren. Aber was Sie hier machen, ist eine reine Symptombekämpfung, die am grundsätzlichen Problem überhaupt gar nichts ändert. Von Ihrem sogenannten 200 Milliarden Euro Abwehrschirm kostet allein die Strom- und Gaspreisbremse 100 Milliarden. Wie viele Winter sollen denn die Bürger diese 100 Milliarden für den Strom- und Gaspreisdeckel bezahlen, frage ich Sie. Das ist doch nichts anderes als eine reine Steuerverbrennungsmaschine. Die Menschen müssen nämlich immer noch für 80% ihres Verbrauchs den 3-fachen Gaspreis wie im letzten Jahr bezahlen und für den Rest in unbegrenzter Höhe die restlichen 20% unbegrenzt nach oben. Was wir hier brauchen, ist eine dauerhafte und nachhaltige Lösung, nämlich ganz einfach das zu tun, wogegen sich diese Regierung seit 10 Monaten rigoros weigert, nämlich alle verfügbaren Kern- und Kohlekraftwerke wieder ins Netz zu nehmen oder weiterlaufen zu lassen, eigene Gasvorkommen nutzen und vor allem nicht aus teurem Gas Strom zu erzeugen und diesen dann in riesigen Mengen ins Ausland zu exportieren. Helfen Sie den Menschen wirklich? Bringen Sie die 2021 abgeschalteten Kraftwerke wieder ans Netz und der Strompreis halbiert sich von heute auf morgen von ganz alleine. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Michael Kruse. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bin Volkswirt und ich bin Freidemokrat und Preisbremse und Gewinnabschöpfung sind exakt das Gegenteil davon, wofür ich mich dafür habe in dieses Parlament wählen lassen. Sie sind nicht treffsicher und sie schaffen auch nicht die richtigen Anreize, nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen bei stark steigenden Energiepreisen auch die richtigen Anpassungen vornehmen und sich an die hohen Preise eben anpassen. Deshalb ist für mich vollkommen klar, diese Instrumente dürfen nur in einer Notlage wie der aktuellen eingesetzt werden und sie müssen wieder enden, sobald dies möglich ist. Nur der russische Energiekrieg gegen Deutschland rechtfertigt einen temporären Einsatz derartiger Instrumente. Und lieber Herr Kollege Spahn, ich wundere mich etwas über Ihren partiellen Gedächtnisverlust. Ich weiß, dass die Corona-Gesetzgebung in den letzten Jahren unter Ihrer Federführung teils so hektisch war, dass die Änderungen noch im Ausschuss vorgetragen worden sind. Und deswegen fände ich es ehrlich gesagt für eine verantwortungsvolle Opposition angemessen, das Gesetz, das wir hier vorliegen, an seiner Qualität zu bemessen und nicht daran, wie das Verfahren nun gelaufen ist. Sie wissen, dass wir sehr schnelle Gesetze machen. Beurteilen Sie die Qualität und stimmen Sie danach ab, dann müssten Sie diesem Gesetz nämlich heute zustimmen.
Die Verunsicherung in den Energiemärkten ist groß. Sie hat zu starken Preisanstiegen geführt. Dieser externe Schock bedroht die Volkswirtschaft und er bedroht auch viele Menschen in Deutschland in ihrer wirtschaftlichen Existenz. Das ist der Grund, warum wir derartige Eingriffe vornehmen. Wir entlasten mit diesem Instrument in einem Ausmaß, wie es das in der Geschichte Deutschlands meines Wissens nach noch nicht gegeben hat. Die Ampel ist damit die Entlastungskoalition in Deutschland. Und dass wir Freie Demokraten besonders viel Wert auf die Entlastung der Menschen legen, das brauche ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht zu betonen. Herr Kruse, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Klar. Herr Hilse. Vielen Dank, Herr Kruse, dass Sie, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass Sie also gegen Ihre eigene Überzeugung, eigentliche Überzeugung, diesem Gesetz hier zustimmen, also dieses mittragen. Und wir hatten ja gestern Ausschuss und dort gab es ein absurdes Schauspiel. Herr Ernst, der Ausschussvorsitzende, hat richtigerweise gesagt, dass laut Geschäftsordnung der Ausschuss nur dann Beschlussempfehlungen abgeben darf, wenn es einen sachlichen Zusammenhang zwischen verschiedenen Dingen in diesem Gesetz gibt. Und Sie wissen ja jetzt, dass es ein Omnibusgesetz ist, wo also das Infektionsschutzgesetz geändert wird, dass also Apotheken also impfen dürfen. Das durften Sie schon vorher, aber eben erleichtert. Jetzt würde ich von Ihnen gern den sachlichen Zusammenhang zwischen den Impfen in Apotheken und der Gaspreisbremse erklärt bekommen. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Also erste Bemerkung dazu. Es schließt sich also der Kreis zu der Rede des Vorsitzenden Ernst, bei dem, wie der Kollege von den Grünen festgestellt hat, ja ausschließlich die AfD-Fraktion geklatscht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin das Ganze hier noch führen soll. Erstens. Zweitens. Wenn ich es im Spaße beantworten wollte, würde ich einfach sagen, es wird ja einen Grund geben, warum der Bundesgesundheitsminister gleich noch spricht. Und auch der ehemalige Gesundheitsminister hat ja hier die Themen Gesundheit und Energie auf eine ganz interessante Art und Weise verknüpft, nämlich im Verfahren. Aber ich möchte Ihnen auch einfach sagen, dass das, was wir hier im Moment machen, eben Krisengesetzgebung ist. Dass Sie diese Krise in den letzten 10 Monaten, wollte fast sagen, ausgeblendet haben, aber ausgeblendet stimmt ja gar nicht. Denn Sie hatten ja eine Veranstaltung und, Herr Kollege, Sie waren auf dieser Veranstaltung anwesend. Sie saßen sogar ganz nah am Mikrofon. Sie hatten eine Veranstaltung in diesem Sommer, wo Sie darauf gehofft haben, dass dieser Winter eine Katastrophe wird, damit Ihnen die Wählerinnen und Wähler zulaufen. Und dass das nicht passiert ist, zeigt, wir machen hier genau das Richtige. Wir sorgen dafür, dass Schaden vom deutschen Volk abgewendet ist. Das tun wir im Bereich der Corona-Politik und das tun wir im Bereich der Energiepolitik. Es ist bedauerlich, es ist eine Schande, dass Sie nicht in der Lage sind, auch konstruktiv an diesen Themen mitzuarbeiten. Und deswegen werden wir auch weiterhin alles tun, um dieses Land vor Schaden zu bewahren. Sie freuen sich in Wahrheit darüber, wenn die Energiespeicher leer sind. Sie freuen sich, dass Putin kein Gas mehr an Deutschland liefert, weil Sie ausschließlich auf Ihr eigenes Punktekonto schauen. Da machen wir nicht mit. Wir sind vom deutschen Volk für das deutsche Volk gewählt worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Kruse, ich habe eine weitere Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Ernst aus der Fraktion Die Linke. Ja, gerne. Herr Ernst. Herr Kruse, zu dem Verfahren möchte ich schon den Hinweis geben, weil es auch angesprochen worden ist, dass selbst in einem Schriftstück des Ministeriums der Vermerk drauf stand: Vorsicht, sachfremd. Also das Verfahren, das wir gestern hatten in diesem Ausschuss, möchte ich das noch mal eindeutig sagen, war auch aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Wir haben eine Fülle von Vorschlägen bekommen von Ihnen zu einem Zeitpunkt, wo es keinem Abgeordneten mehr möglich war, rechtzeitig und einigermaßen sauber überhaupt zu lesen, was Sie vorschlagen. Selbst wenn wir die ganze Nacht durchgelesen hätten, die ist ja nach 12 Uhr eingegangen, nach 12 Uhr nachts eingegangen. Also ich weiß nicht, was Sie daran eigentlich zu verteidigen gegen. Sie haben sich in dem Ausschuss entschuldigt für dieses Verfahren. Es wäre angebracht, es auch hier zu tun und nicht die zu kritisieren, die ein solches Verfahren nicht mehr akzeptieren. Ich hoffe, Herr Kruse, dass nicht Unternehmen, die letztendlich nicht mit einverstanden sind, dass sie jetzt
Gewinne abgeschöpft kriegen, gegen dieses Gesetz deshalb klagen, weil sie sagen, es ist nicht ordnungsgemäß zustande gekommen. Wenn das nämlich wäre, dann hätten sie sozusagen ihr Ziel erreicht. Sie sagen ja, sie sind mit dem Gesetz eigentlich sowieso nicht einverstanden. Aber deshalb wäre es vielleicht sinnvoller, künftig darauf zu achten, dass die Verfahren eingehalten werden. Herr Kollege, was die Energiepreisbremsen betrifft, ist es ja so, dass die seit vielen Wochen dem Parlament vorliegen. Sie ausgiebig die Gelegenheit hatten, sich mit dem Inhalt dieser Gesetze zu beschäftigen. Wir dann noch als Koalition viele Verbesserungen an diesem Gesetz vorgenommen haben. Und ich glaube, dass sich die Menschen in diesem Land vor allem dafür interessieren, was wir mit den 230 Milliarden, die wir hier heute beschließen werden, denn eigentlich unternehmen. Und ich hätte mich sehr gefreut, wenn sich Ihre Debattenbeiträge auch darauf beziehen würden, wie denn dieses Geld verwendet wird, wie es richtig eingesetzt wird, wie es Schaden von den Menschen abhält, wie es Schaden von den Unternehmen in diesem Land abhält, wie wir vielleicht Dinge, von denen wir wissen, dass sie noch nicht optimal sind, wie wir die verbessern. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben erkannt, dass es Missbrauchspotenzial in diesem Gesetz gibt. Wir haben erkannt, dass es die Möglichkeit gibt, hier auch gegen den Steuerzahler sich zu optimieren. Das ist der Grund, warum es in diesem Gesetz eine zusätzliche Verordnung gibt. Meine Erwartung an den Bundeswirtschaftsminister ist da ganz klar. Er muss dafür sorgen, dass diese Verordnung jetzt auch sehr schnell kommt und dass das Missbrauchspotenzial bestmöglich eingedämmt wird. Wollen wir vielleicht darüber reden, wie 230 Milliarden, die den Menschen in diesem Land gehören, richtig eingesetzt werden und nicht über die Frage, wann Sie eine E-Mail bekommen haben oder wann Sie eine E-Mail bekommen haben. Das ist dermaßen selbstreferenziell, dass es dem Anspruch des Hohen Hauses hier nicht gerecht wird, meine Damen und Herren. Und ich meine, das ist der wesentliche Punkt. Zum einen, wir haben noch eine ganze Menge zu tun, und wir laden die Opposition dazu ein, an diesen Stellen auch weiter mitzuarbeiten. Das Thema Missbrauchspotenzial, ich habe es eben angesprochen, und ich werde auch selbst ganz persönlich weiterhin auch öffentlich dafür werben, dass wir diese Lücken schließen, denn es sind noch große Lücken. Und das Zweite ist, die Zeit der künstlich vergünstigsten Energie, sie muss bestmöglich genutzt werden. Erstens, für die dauerhafte Erhöhung des Energieangebots. Wir müssen eine ehrliche Kapazitätsplanung vornehmen. Dazu gehört für uns, für eine Industrienation wie Deutschland, auch die Ausweitung günstiger CO2-freier Grundlastkraftwerke, der Ausbau der heimischen Gasförderung und selbstverständlich auch der Ausbau der Freiheitsenergie. Und natürlich gehört dazu auch, dass wir beim Thema Effizienz jetzt mal PS machen. Was ist denn eigentlich mit den Smart Mietern in den letzten 10 Jahren geschehen? Da ist unter den großen Koalitionen gar nichts vorangekommen. Wir haben große Aufgaben für das Jahr 2023. Die erste Welle der Attacken aus Russland haben wir abgeschmettert, aber die Deiche müssen dauerhaft gestärkt werden. Bei uns im Norden heißt es, nicht der Wind entscheidet den Kurs, sondern das richtige Setzen der Segel. Und das wird für 2023 unsere Aufgabe sein. Ihnen allen frohe Weihnachten und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Ralf Lenkert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Auch in diesen Zeiten müssen Strom und Gas bezahlbar bleiben. Deshalb ist ein preiswertes Grundkontingent für Strom und Gas nach Haushaltsgröße notwendig. Bei Strom kostet die Kilowattstunde maximal 30, bei Gas maximal 8 Cent. Und wir brauchen eine monatliche Inflationspauschale von 75 Euro je Haushalt plus 50 Euro je Person im Haushalt vom Staat gezahlt. Das fordert die Linke. Das wäre ein guter Weg durch den Winter. Jetzt hat die Ampel Einmalzahlung von nur 300 Euro veranlasst, hat eine Preisgrenze von 40 Cent bei Strom und 12 Cent bei Gas festgeschrieben, aber nur für 80% des bisherigen persönlichen Verbrauches. Das reicht nicht. Wer viel verdient, viel Strom und Gas verbraucht, hat die Mittel, leicht 20% Energie einzusparen und bekommt dafür dann die Gesamtenergie zum Festpreis. Arme Familien dagegen mussten schon immer Energie sparen und haben heute mehr denn je nicht das Geld, sparsamere Technik zu kaufen. Die müssen dann mehr zahlen. Das ist unsozial.
harmlos nutzen Konzerne und Spekulanten jede Gelegenheit, Preise und Profite hochzutreiben. RWE machte allein im ersten Halbjahr den 2,5-fachen Gewinn des kompletten Vorjahres. Shell steigerte den Halbjahresgewinn von 5,5 auf 12 Milliarden Euro. Über 50 Milliarden Euro Sondergewinne fielen in Deutschland bis heute an. Diese Gewinne will die Linke abschöpfen. Für die Finanzierung der Hilfen für Bürgerinnen und Bürger, für produzierende Unternehmen, für Handwerk, für Hochschulen und für Krankenhäuser. Aber diese Ampel schöpft nur kümmerliche 3 Milliarden ab bei 50 Milliarden Extraprofiten. Die Ampel kuscht vor Aktionärinnen und Aktionären, und das ist ein falsches Signal. Strom, Gas, Wärme sind unverzichtbare Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge muss der Gesellschaft gehören. Das fordert die Linke. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Ingrid Nestle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen heute mit diesem Gesetz alle in diesem Land, die von den dramatischen Preissteigerungen von fossilem Erdgas betroffen sind, sei es direkt oder indirekt durch die Preissteigerungen bei Strom und Wärme. Wir unterstützen alle, egal ob Haushalte, ob Unternehmen, ob Kommunen, weil wir einen gemeinsamen Ansatz haben, bei dem niemand durch die Lücke fällt, durch die Ritze zu definieren, was ist das Unternehmen im Hinterzimmer der Wohnung. Wir unterstützen alle, und das ist gut so. Das Geld kommt auch bei den Menschen an, ohne dass sie einen Antrag stellen müssen, ohne ein einziges Formular auszufüllen, kommt diese substanzielle und entscheidende Hilfe bei den Menschen an. Und auch das ist gut so. Wichtig ist auch, dass die Menschen nicht nur direkt Geld bekommen mit diesem Gesetz, sondern wenn sie Energie sparen, und da danke ich auch der Union, die das auch angesprochen hat. Ja, wir müssen unbedingt weiter Energie sparen. Wir bleiben auch als Koalition weiter dran, nach vielen Maßnahmen, die wir schon für Energieeffizienz auf den Weg gebracht haben, auch da weiter mit dabei zu sein. Und alle, die in diesem Winter Energie sparen und gerade jetzt, wo es so kalt wird, ja, sieht man wieder, wie der Gasverbrauch hochgeht, wie wichtig es ist, dass wir alle mitziehen. Alle, die haben hinterher noch mal richtig mehr Geld im Geldbeutel. Denn jede Kilowattstunde Gas, die sie einsparen, jede Kilowattstunde Strom, die sie einsparen, da haben sie die volle Ersparnis in ihrem Geldbeutel drin. Auch das bekommen wir hin, und auch das ist sehr gut so. Wichtig ist mir aber auch, dass wir mit diesem Gesetz nicht einfach nur sagen, ja, hier Geld, ach, und dann feiern wir mal Weihnachten, dann gucken wir mal, was passiert, und oh, vielleicht kommt das nächste Problem, sondern mit diesem Gesetz sogar auch schon weiterdenken. Denn es muss auch immer darum gehen, die Ursache von diesem ganzen Schlamassel, die Abhängigkeit von den dramatisch teuren fossilen Energien zu beseitigen, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Und auch das fassen wir in diesem Gesetz schon an. Und ja, es war nicht ganz einfach in der Koalition, aber es ist gelungen. Wir werden den Ausbau der erneuerbaren Energien für die nächste Ausschreibung entscheidend mit Schwung versorgen, weil nämlich die Obergrenze in den Ausschreibungen, die zu niedrig ist, ja, weil auch dort Inflation herrscht, weil eben auch bei den Anlagen Inflation herrscht, weil auch bei den Zinsen Inflation herrscht, weil plötzlich der Ausbau der Erneuerbaren zum Erliegen oder zum Stocken zu kommen drohte. Auch diesen Punkt haben wir jetzt schon angegangen. Denn wir können nicht auf Dauer immer mal wieder 200 Milliarden nehmen und entlasten. Nein, wir müssen die Ursache beseitigen. Und wir zeigen, dass die Ampel auch das und auch in diesem Gesetz schon angeht. Und auch das, Kollege Jung, ist natürlich die Antwort auf den Punkt, den Sie inhaltlich zu Recht aufgeworfen haben. Ich teile Ihre Analyse, dass wir dringend bezahlbare Energie für die Industrie besorgen müssen. Aber da ist doch nicht der Punkt, ob Robert Habeck, der sowieso beinhart verhandelt in Brüssel, ja noch einen Prozentpunkt mehr rausschlägt bei den Punkten, die Sie gerade kritisiert haben. Der entscheidende Punkt ist doch, warum wir die letzten 10 Jahre so wenig Erneuerbare ausgebaut haben und dass wir jetzt dazu hinbekommen müssen, dass wir die endlich haben. Und da wünsche ich mir sehr und da freue ich mich sehr, wenn wir alle gemeinsam zusammenarbeiten, denn es ist wirklich ernst. Dankeschön. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Marc Helfrich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren!
liebe Kolleginnen und Kollegen. Strompreisbremse, Gaspreisbremse, die Titel der Gesetze, über die wir heute reden, drücken das genaue Gegenteil dessen aus, was sie mit großer Wahrscheinlichkeit bewirken werden, nämlich den Strom- und Gaspreis künstlich hochzuhalten. Viel treffender wäre es, das heutige Gesetzespaket, wie die FAZ, das große Geldverbrennen zu bezeichnen. Und das ist es auch. Warum? Die sogenannte Preisbremse beinhaltet einen Mechanismus, der die Preise für Strom und Gas künstlich hochhält, eine Art Booster also. Ein Beispiel Strom erklärt. Hier deckelt der Staat für 80% des Vorjahresverbrauchs die Strompreise auf 40 Cent je Kilowattstunde. Alles, was darüber liegt, übernimmt der Staat. So weit, so gut. Vollkommen schräg ist allerdings Ihr Belohnungssystem, Herr Bundeswirtschaftsminister, das einen Anreiz zum Energiesparen setzen soll. Hätten Sie mal lieber den 50er rausgerückt, es wäre besser gewesen. Ihr Anreizsystem sieht bei Einsparungen, die über 20% hinausgehen, eine Gutschrift zum aktuellen Vertragspreis vor. Je höher der Tarif, desto größer die Entlastung. Versorger und Kunden profitieren, der Staat bezahlt. An eine Pflicht, den Preis zu senken, wenn es die Marktlage gebietet, hat die Ampel nicht gedacht. Auch bei einem weiteren Blick in ihr Gesetz wird deutlich, die Ampel hat grundlegende Marktprinzipien immer noch nicht verstanden. Sie deckeln nämlich nur die Preise, ohne das Angebot auszuweiten. Lassen Sie mich Ihnen das einfach noch mal ganz simpel erklären. Wenn alle Bundesländer so weit wären wie das unionsgeführte Schleswig-Holstein beim Ausbau der Windkraft, hätten wir mehr Strom zur Verfügung und der Preis würde sinken. Wenn das rot-grüne Hamburg den Betrieb des hochmodernen Kohlekraftwerks in Moorburg nicht jahrelang torpediert hätte, könnte es heute vermutlich noch Strom produzieren und der Preis würde sinken. Wenn die Ampel die Laufzeiten unserer Atomkraftwerke in der Krise bis 2024 verlängert hätte, gäbe es mehr Strom und der Preis würde sinken. Und anstatt auf mehr gesicherten Biostrom zu setzen, verunsichern Sie wochenlang eine ganze Branche mit maßlosen Abschöpfungsplänen. Das ist rot-grün-gelbe Verknappungspolitik. Oder um es mit den Worten unserer Vizepräsidentin Göring-Eckardt zu sagen, das ist Wohlstand des Weniger. Und ich prophezeie Ihnen eines, danach kommt nur noch Wohlstand für Weniger. Meine Damen und Herren, Kritik ist leider auch notwendig an der geplanten Entlastung für Heizöl-, Pellets- und Flüssiggaskunden. Die Union hat diese seit Monaten eingefordert, und es ist immer noch nicht klar, wann diese für Privathaushalte kommt. Und dann will die Ampel auch noch 13,5 Millionen Haushalte in ihrer Logik Härtefälle zur Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung zu ihrer Brennstoffrechnung nötigen. Damit setzen Sie unsere Bürger auch noch dem Risiko aus, dass sie sich unbeabsichtigt einer falschen Versicherung an Eide Stadtstrafe machen. Es drohen im schlimmsten Fall Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Das alles müssen Menschen auf sich nehmen, um nicht zu frieren. Und für unsere kleinen und mittleren Betriebe ist immer noch unklar, wer, wie viel, wann, was bekommt. Ihnen fehlt nicht nur der wirtschaftliche Verstand, sondern auch das Herz für unseren Mittelstand. Und weil Weihnachten eine Zeit der Besinnung und des In-sich-Gehens ist, habe ich Ihnen, Herr Bundeswirtschaftsminister, etwas Weihnachtsgebäck aus einer mittelständischen Familienbäckerei mitgebracht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen besinnliche Weihnachten. Also bevor das nachher hier ausartet, ich bitte von Geschenküberreichungen abzusehen. Als nächstes hat das Wort für die Bundesregierung der Bundesminister Dr. Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute eine wichtige, auch eine zum Teil technische Debatte.
Aber ich möchte noch einmal auf den Hintergrund dieser Debatte zuerst zu sprechen kommen. Der Hintergrund dieser Debatte ist leicht zu beschreiben. Gas, Strom, Energie wird teurer. Und wir nehmen das hin. Wir werden uns einschränken, wir werden damit klarkommen. Aber das Signal, was wir heute senden, und das bitte ich Sie auch zu beachten, Sie können es nach Moskau direkt senden. Wir lassen uns nicht erpressen. Wir lassen uns nicht erpressen. Wenn es um die Verteidigung der Menschenrechte geht, dann werden wir uns nicht durch die Gaspreise und die Strompreise erpressen lassen. Wir stehen hier zusammen und verteidigen die Demokratie und die Menschenrechte. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch noch einmal ausdrücklich dem Kollegen Robert Habeck danken, dieses Paket hinzubekommen, ein 200-Milliarden-Paket, technisch sehr aufwendig, für alle Bereiche der Wirtschaft ausgreifend, die Bürger schützend, umgesetzt in einer Art und Weise, dass eben nicht die Gaspreise durch die Decke gehen, dass wir nicht durch die Unternehmen erpressbar sind und dass das Geld auch überall im Land ankommt. Das ist keine Kleinigkeit. Das Verfahren ist durch die Beratung im Bundestag besser geworden. Dafür bedanke ich mich auch. Auch wir haben sehr viele Änderungsanträge spät eingebracht. Aber die Grundkonzeption ist vom Kollegen Habeck hier in einer Art und Weise eingebracht worden, wo wir sagen können, darauf können wir stolz sein, das ist ein Handwerk, was erst einmal geleistet werden muss. Es lässt sich leicht, wenn man noch nie ein Gesetz verantworten musste und es auch wahrscheinlich niemals tun wird, so wie es sich hier gestaltet, lässt sich das leicht sagen. Aber Kritik in der Sache ist richtig, aber im Grundgerüst ist dieses Gesetz die Grundlage dafür, dass wir durch diese Krise hindurchkommen und zum Schluss stärker sein werden. Weil es ist ein Gesetz, was gleichzeitig vorsieht, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht entschleunigt wird, wie Sie es sich wünschen würden und auch hier, sondern es wird beschleunigt. Wir werden stärker aus dieser Krise herauskommen, als wir in die Krise hineingegangen sind. Wir werden unabhängiger sein. Wir werden mehr erneuerbare Energien haben. Wir werden durchkommen. Und lassen Sie mich ganz kurz. Herr Lauterbach, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der Fraktion Die Linke von Frau Lötsch? Ich würde um Verständnis bitten, bei dieser Gelegenheit nein. Ich möchte auf den zentralen Teil auch zu sprechen kommen, der unsere Krankenhäuser betrifft. Die Krankenhäuser und die Praxen, aber auch die Pflegeeinrichtungen kämpfen besonders mit der Erhöhung dieser Preise. Und was wir hier gemacht haben, nur dass das verstanden wird, wir haben hier tatsächlich eine Regelung gefunden, die die Mehrkosten für Energie, Gas und Strom zu 100% ausgleicht. Wir gehen hier über den Wirkmechanismus der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse hinaus, wo ja 70% erstattet werden und bei den Konsumenten 80%, und erstatten hier 100%. Somit der Grundgedanke ist der, wenn wir aus dieser Krise herauskommen, dann werden wir sehen, dass nicht ein einziges Krankenhaus, nicht eine einzige Reha-Klinik auf der Grundlage höherer Strom- und Gaspreise aus dem Markt ausscheiden muss. Das ist eine großartige Leistung. Das ist der Beginn einer Entökonomisierung unseres Gesundheitssystems, weil wir machen es eben hier nicht so, dass diejenigen, die Gewinne machen, sich die höheren Gaspreise leisten können und diejenigen, die Rücklagen haben, sich die höheren Strompreise leisten können, sondern wir gleichen es aus für jeden. Wir nehmen jeden mit. Das ist der Anspruch, den wir hier haben. Daher darf ich mich ganz herzlich dafür bedanken, auch für die konstruktive Zusammenarbeit in dieser Hinsicht, auch ausdrücklich bei den Kollegen von der Union, die hier mitgezogen haben. Wir haben zum Schluss auch noch die Apotheker als Impfstellen mit hereingebracht auf die letzte Sekunde. Das ist sinnvoll, das zu machen. Wir müssen mehr impfen, auch gegen die Grippe. Und wir haben es geschafft, dass die Impfverordnung weitergeht, somit ein gutes Gesetz. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Wir lassen uns durch die russische Menschenrechtsverletzung von Putin nicht erpressen. Wir gehen gestärkt gemeinsam aus dieser Krise heraus. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat zuerst das Wort zu einer Kurzintervention die Kollegin Gesine Lütsch. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Lauterbach, Sie haben während der Plenardebatte von der Regierungsbank aus getwittert und haben Falschbehauptungen aufgestellt. Dazu hätte ich Sie gern befragt. Sie haben in Ihrem Tweet behauptet,
Klaus Ernst und Die Linke beklatschen ein Lob auf russisches Öl. Das ist falsch. Klaus Ernst hat die Situation beschrieben, nämlich dass der Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland jahrelang, jahrzehntelang darauf beruht hat, dass billiges Gas, billiger Strom, billiges Öl exportiert wurde, und zwar in einseitiger Abhängigkeit von Russland. Er hat das nicht gelobt, er hat diese Situation beschrieben. Und der Wohlstand beruhte weiterhin darauf, dass wir eben teure Technologien exportieren konnten. Und der Zwischenruf mit dem Porsche ist völlig dämlich. Ich will darauf hinweisen, Herr Lauterbach, dass Sie seit 2005 Mitglied des Bundestages sind. Und ich würde auch meine eigene Fraktion bitten, jetzt nicht zu streiten. Ich will darauf hinweisen, dass Sie, Herr Lauterbach, seit 2005 Mitglied des Bundestages sind und damit etliche große Koalitionen mitgetragen haben und dass Sie damit mitverantwortlich sind für die Organisation dieser einseitigen Abhängigkeit von Russland. Stehen Sie zu Ihrer Verantwortung und beschimpfen Sie nicht von der Regierungsbank aus per Twitter, was sowieso eine Unsitte ist, meine Kollegen. Vielen Dank. Herr Minister, möchten Sie antworten? Ganz kurz, zunächst einmal, von Öl habe ich gar nicht getwittert, sondern von Gas. Und zum Zweiten, ich habe noch nicht gesagt, also, dass ich sie gleichsetze, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass der Kollege Ernst ausgedrückt hat, dass wir dankbar sein sollen, dass wir diese Abhängigkeit gehabt haben. Er hat gesagt, wir sollen dankbar sein. Der Kollege hat übrigens mit Blickkontakt ausgerechnet zu den Kolleginnen und Kollegen von der Grünen Partei. Er hat gesagt, mit Blick in die Richtung der Grünen, er hat gesagt, dass wir dankbar sein sollen, dass wir von diesem Gas profitieren durften. Das bedeutet, wir sollen dankbar sein für eine Politik, die uns eine Abhängigkeit gebracht hat, von der wir derzeit alle sagen können, wir leiden darunter. Und wenn Sie jetzt monieren, dass ich sage, es sei ein Lob gewesen oder ein Dank gewesen, dann korrigiere ich das. Aber ich finde ehrlich gesagt den Dank genauso problematisch wie das Lob, wenn Sie es gelobt hätten. Ich würde allseits empfehlen, die Debatten lieber hier zu halten und nicht auf Twitter während Plenarsitzungen. Das würde uns allen sehr entgegenkommen. Und in diesem Sinne machen wir jetzt auch weiter. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Konrad Stockmeier. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als liberaler Energiepolitiker bin ich dezidiert der Meinung, dass auch der Energiemarkt funktionieren kann, wie ein Markt eigentlich funktionieren sollte, nämlich als rechtssicherer und wettbewerblicher Rahmen, in dem sich Innovation, in dem sich auch das Gewinnstreben und in dem sich Investitionen so entfalten, dass am Ende das Bestmögliche dabei rauskommt, nämlich eine preisgünstige, sichere Energieversorgung für Privathaushalte, für Betriebe in diesem Land und auch für Krankenhäuser. Warum hebe ich heute als liberaler Energiepolitiker also meine Hand für einen Werkzeugkasten, von dem ich der festen Überzeugung bin, dass er so schnell wie möglich wieder im Keller verschwinden sollte? Warum? Weil es in Zeiten des Energiekrieges darum gehen muss, Schaden von diesem Land abzuwenden. Warum hebe ich heute meine Hand für Instrumente wie Erlösabschöpfungen und Preisbremsen, die nun dezidiert auf einem funktionierenden Markt nicht zum Einsatz kommen sollten, wenn er denn funktionieren würde? Warum? Weil es darum geht, in diesen Zeiten den Energiemarkt zu stabilisieren, preislich. Das funktioniert übrigens auch schon. Weil es darum geht, Schäden von diesem Land abzuwenden und übrigens auch Scherben einer Energiepolitik staatlichen Versagens in diesem Lande aufzukehren, das jahrelang angerichtet worden ist, weil wir einen Fehler gemacht haben, den wir nie wieder machen dürfen, uns nämlich einseitig in die Abhängigkeit eines mörderischen Regimes zu begegnen, einseitig in die Abhängigkeit von Feinden der Freiheit. Das darf uns nie wieder passieren. Und das seit
Und das seit Ausbruch des Krieges, auch aus diesem Hause heraus, immer wieder von der rechten Seite und ich will fair bleiben, Ralf, von Teilen der linken Seite, nicht komplett Liebesgrüße nach Moskau geschickt werden, das ist einigermaßen unerträglich. Es muss also darum gehen, mit diesen Maßnahmen heute eine Brücke zu bauen in eine sichere und bezahlbare Energieversorgung der Zukunft, die sich dadurch auszeichnen sollte, dass sie übrigens nicht nur in einem deutschen, sondern in einem europäischen Sinne so dezentral wie möglich organisiert ist, sowohl in der Produzenten- als auch in der Eigentümerstruktur, dass sie flexibel ist und jawohl, dass sie für privates Kapital auch attraktive Ertragschancen bietet und dass sie sich technologisch vielfältig gestaltet. Es ist überhaupt keine Zeit dafür, dabei zu verlieren, diese Aufgabe anzupacken. Wir als Freie Demokraten werden da ganz konstruktiv mitwirken. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Andreas Mehltretter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Preisbremsen kommen. Das, was wir versprochen haben, das setzen wir heute um. Wir lassen niemanden allein. Wir schützen viele Betriebe, Bürgerinnen und Bürger vor den Kosten, die sie nicht tragen können. Und wir geben damit die richtige, jetzt kurzfristig notwendige Antwort auf die Energiekrise. Wir geben aber auch die Antwort, die mittel- und langfristig notwendig ist. Die Zukunft unserer Energieversorgung muss erneuerbar sein. Strom und Wärme aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse senken schon heute die Preise. Sie machen uns unabhängig von Rohstoffimporten. Der Schlüssel für zukünftig sichere und bezahlbare Energie sind gute Investitionsbedingungen für Wind- und Solaranlagen. Deswegen geben wir der Bundesnetzagentur bei der erneuerbaren Förderung den Spielraum, den sie braucht, um auf die gestiegenen Kosten zu reagieren. Wind und Solar bleiben die günstigsten Stromerzeuger. Aber auch dort macht sich die Inflation bemerkbar. Die Bundesnetzagentur kann jetzt die Ausschreibungen so gestalten, dass wir unsere Ausbaumengen, die wir uns vorgenommen haben, auch erreichen können. Das ist ein extrem wichtiger Schritt für die erneuerbaren Energien und ein extrem wichtiger Schritt für eine sichere und preiswerte Energieversorgung, meine Damen und Herren. Wir stellen auch sicher, dass die sinnvolle und notwendige Abschöpfung von Überschusserlösen den Ausbau der Erneuerbaren eben nicht bremst. Es ist richtig, Überschusserlöse, die wegen der Energiekrise entstehen, auch bei erneuerbaren Energien abzuschöpfen. Das gehört zur gerechten Finanzierung der Preisbremsen. Zum Beispiel bei Biogasanlagen aber war der sogenannte Sicherheitszuschlag zu niedrig für einen kostendeckenden Betrieb. Wir haben diesen Sicherheitszuschlag deswegen auf 9 Cent erhöht. Damit ist gewährleistet, dass die Biogasanlagen auch weiterhin mit voller Kraft Strom produzieren. Meine Damen und Herren, die Preisbremsen wirken schnell. Das ist es, was gerade im Vordergrund stehen muss. Wir haben in den Beratungen aber auch feststellen müssen, dass wir nicht alles sofort lösen können. Die Gasversorger wissen zum Beispiel nicht, wie viele Haushalte denn an einem Anschluss hängen. Deshalb geht manches, was die Bremsen gerechter machen würde, im Moment nicht. Es geht noch nicht. Das Modell der Preisbremsen soll aber eben ein lernendes Modell sein, mit dem wir in Zukunft noch zielgerichteter unterstützen können. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auch auf, bis zum Sommer zu prüfen, wie einkommensärmere, sparsame Haushalte besser entlastet werden können, etwa mit einem haushaltsbezogenen Basiskontingent. Und die Bundesregierung muss untersuchen, wie mit einer Obergrenze verhindert werden könnte, dass reiche Haushalte mit übermäßig hohem Verbrauch übermäßige Subventionen bekommen. Dadurch wollen wir die Gaspreisbremse noch gerechter machen. Meine Damen und Herren, es ist bereits darauf hingewiesen worden, ein ebenso zentraler Punkt für die Gerechtigkeit ist, dass wir auch die nicht alleine lassen, die mit Öl, mit Pellets oder mit Flüssiggas heizen. Auch wer solche Brennstoffe für die Heizung kaufen musste, soll bei einer Belastung, die über dem Doppelten liegt, des Vorkrisenniveaus eine Entlastung bekommen können. So geht gerechte Politik in der Energiekrise. Meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land erwarten, dass wir alles dafür tun, dass Energie bezahlbar bleibt.
Deswegen hat es mich doch sehr verwundert, dass CDU und CSU im Ausschuss die Preisbremsen abgelehnt haben und das heute ja anscheinend wieder tun wollen. Das zeigt, wo Wirtschaftsverstand und Herz für den Mittelstand wirklich fehlt, Herr Helfrich. Wir stellen heute sicher, dass Energie bezahlbar bleibt. Und mit der Abstimmung wird deutlich, wer es mit den Entlastungen ernst meint. Wir als Ampel jedenfalls zeigen, wir lassen niemanden allein. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Andreas Lenz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal am Ende der Debatte lässt sich doch feststellen, es ist immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, wenn der Bundesgesundheitsminister über Energiepolitik spricht. Und dieser Fakt wirft auch ein gewisses Licht auf das Verfahren, das stattfand. Aber zunächst einmal ist es doch zu betonen, dass es gut ist, grundsätzlich, dass Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Und wir waren und sind nicht gegen Entlastungen. Im Gegenteil, wir fordern diese seit Beginn dieses Jahres. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen. Sie haben viel Zeit vergeudet, die unsägliche Diskussion, der Streit um die Gasumlage, die weder umsetzbar noch verfassungsgemäß war, die viel Geld verschwendet hat. Ich war neulich bei den Stadtwerken in Augsburg als Beispiel. Allein diese Stadtwerke mussten 150.000 Euro aufwenden für eine Gasumlage, die nie kam. Hier wurde gemurkst, und der Murks ging weiter bei der Gas- und Strompreisbremse. Die fast 400 Seiten, die am Morgen des gestrigen Mittwochs kamen, sind kein Zeichen für Respekt gegenüber dem Parlament, aber auch nicht für ein Zeichen von Respekt gegenüber den Betroffenen. Zuerst wollten Sie die Erneuerbaren rückwirkend zum 1.3. abschöpfen, dann zum 1.9., jetzt zum 1.12. Das schafft erhebliche Verunsicherung. Die derzeitige Investitionszurückhaltung bei den Erneuerbaren geht auch auf Ihre Politik zurück, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn ich jetzt sehe, dass PPAs, das letzten Endes quasi Vertragsverhältnisse ausgebremst werden und dadurch Innovationen ausgebremst werden bei den Erneuerbaren, Stichwort Wohnsiedel, Wasserstoffregion, dann ist es auch Ihre Verantwortung, dass diese Projekte nicht stattfinden. Ebenso haben Sie die Branche der Bioenergie verunsichert, ja, in Existenzängste versetzt. Sie erhöhen zwar jetzt den Sicherheitszuschlag, Altholzanlagen haben aber nach wie vor große Probleme. Als Beispiel: Steinkohle wird nicht abgeschöpft, nachhaltige Bioenergie schon. Das muss man sich mal vorstellen. Klüger wäre es, die Bioenergie ganz aus der Abschöpfung auszunehmen, wie wir das entsprechend fordern. Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau Lesne von Bündnis 90 Die Grünen? Nein. Es ist richtig, Inhaber von Holzpelletheizungen, von Heizöl, von Flüssiggasheizungen ebenfalls zu entlasten. Auch das fordern wir seit Beginn der Debatte. Ob der Fonds in Höhe von 1,8 Milliarden Euro aber ausreicht, das ist mehr als fraglich. Sorgen Sie für eine entsprechende Finanzierung der Hilfen, sehr geehrte Damen und Herren. Noch ist übrigens überhaupt nicht sicher, ob die Hilfen auch tatsächlich bei den Unternehmen ankommen. Noch ist nicht sicher, ob damit Arbeitsplätze erhalten bleiben. Laut BDI sind die Hilfen vielfach überhaupt nicht anwendbar. Das liegt am Beihilferecht, aber nicht nur. Das liegt auch an der Komplexität der Anwendung. Setzen Sie sich dafür ein, dass das Beihilferecht ermöglicht und nicht verhindert, dass die Industrie, dass der Standort Deutschland eine Zukunft hat, sehr geehrte Damen und Herren. Und es hieß ja vorher, dass gewisse Dinge, Corona-Fälle in 2021, dass Hochwasserfälle berücksichtigt werden können. Im Gesetz steht dazu übrigens noch gar nichts. Auch die Besteuerung steht nicht im Gesetz, sondern nur in einem Entschließungsantrag. Und es ist eben so, dass die Gerechtigkeitsdefizite noch nach wie vor vorhanden sind und gesetzlich nicht gelöst sind. Am besten gegen hohe Preise ist ein hohes Angebot. Das gilt auch und gerade bei der Energie. Durch den Ausstieg aus der Kernkraft zum 15. April erreichen Sie genau das Gegenteil. Ihre Politik trägt dazu bei, dass im Moment Rekordmengen von Gas verstromt werden. Es wurde noch nie so viel Gas verstromt wie im Moment. 20% des Stroms kommen aus Gaskraftwerken. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Und letzten Endes brauchen wir natürlich einen massiven Ausbau der Erneuerbaren, aber immer auch ein Backup durch im Moment eben konventionelle Kraftwerke. Das ist die Verantwortung, um entsprechend Energiesicherheit zu geben. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle in dieser letzten Sitzungswoche 2022 und gebe sofort das Wort an Dr. Zander Martens für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, liebe Mieterinnen und Mieter, Deutschland ist das Mieterland Nummer eins in der EU. Nirgendwo ist die Eigentumsquote niedriger. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung kann sich Wohneigentum nicht leisten und lebt hierzulande zur Miete. Auch Düsseldorf, mein Wahlkreis, ist eine Mieterstadt. Dort leben sogar 80% zur Miete. Mieterinnen und Mieter sind in unserem Land also die übergroße Mehrheit. An Mieterinnen sollten wir daher in der Politik immer denken, das Recht auf Wohnraum achten, die Mieten bezahlbar halten und sie in Krisenzeiten entlasten. Damit Mieterinnen, die nicht selbst mit ihrem Energieversorger direkt, sondern über den Vermieter abrechnen, zum Beispiel in zentralbeheizten Häusern, damit sie nicht schlechter behandelt werden als alle anderen, waren für uns, jetzt nicht nur wegen Weihnachten, drei Wünsche besonders wichtig. Und für die haben wir gekämpft. Erstens, die Mieterinnen werden rückwirkend auch für Januar und Februar entlastet. Und die Weitergabe der Entlastungen an die Mieterinnen betreffen nicht nur die, die mit Gas und Fernwärme heizen, sondern auch alle, die mit Strom heizen, auch mit Wärmepumpe oder Nachtspeicherheizung. Die Entlastungen kommen also allen Mieterinnen zugute. Alles andere wäre auch zutiefst ungerecht gewesen. Zweitens muss der Vermieter die Betriebskostenvorauszahlung unverzüglich anpassen. Nicht erst nach der Betriebskostenabrechnung für 2023, die schlimmstenfalls erst Ende 2024 kommt. Falls der Vermieter sich beeilt und die turnusmäßige Jahresabrechnung für dieses Jahr bis zum 1. April 2023 fertigstellt, kann die Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung gemeinsam mit der Jahresabrechnung erfolgen. Spätestens dann muss aber die Betriebskostenvorauszahlung auf jeden Fall angepasst sein. Drittens brauchen die Mieterinnen nicht selbst aktiv zu werden. Sie müssen die Entlastungen nicht selbst errechnen und dem Vermieter anzeigen. Das war uns wichtig, denn wir wissen doch genau, dass gerade auf dem heutigen Wohnungsmarkt Mieter und Vermieter nicht auf Augenhöhe sind. Mieter sind allzu oft nur heilfroh, überhaupt eine Bleibe gefunden zu haben und sogar noch eine bezahlbare. Kaum ein Mieter legt sich doch heute freiwillig mit dem Vermieter an. Deshalb war also eine klare Verpflichtung der Vermieter für uns ein politisches Muss, wenn wir wollen, dass die Entlastungen bei den Mieterinnen tatsächlich ankommen. Und das wollen wir. Bei allen Kompromissen, die unter drei Koalitionspartnern notwendig sind, allein schon wegen dieser drei Wünsche, die wir den Mieterinnen jetzt erfüllen, können wir mit gutem Gewissen sagen, wir haben dafür gesorgt, dass Mieterinnen, gerade die mit kleinem oder mittlerem Einkommen, im Mieterland Deutschland schnell, direkt und unkompliziert bei Gas-, Wärme- und Strompreisen entlastet werden. Frohe Festtage. Ich schließe die Aussprache. Mir liegt nach unserer Geschäftsordnung § 31 eine Erklärung vor. Und wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung sonstiger Vorschriften. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie, könnte die Regierungsbank auch ein wenig zuhören? Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/4911 den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Drucksache 19/4683 in der Ausschussfassung anzunehmen. Die Fraktion der AfD hat beantragt, über den Gesetzentwurf in der Ausschussfassung getrennt abzustimmen, und zwar zum einen über Artikel 9 bis Artikel 13
und Artikel 15 Absatz 3 und 4 des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Dazu gehören die Änderungen des 5. Buches Sozialgesetzbuch, des Infektionsschutzgesetzes, des Apothekengesetzes und der Apothekenbetriebsordnung und zum anderen über den Gesetzentwurf im Übrigen. Ich rufe zunächst auf die Artikel 9 bis Artikel 13 und Artikel 15 Absatz 3 und 4. Ich bitte nun diejenigen, die Artikel 9 bis Artikel 13 und Artikel 15 Absatz 3 und 4 des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, CSU und die AfD. Wer enthält sich? Das ist die Linke. Damit sind Artikel 9 bis Artikel 13 und Artikel 15 Absatz 3 und 4 angenommen. Ich rufe nun auf die übrigen Teile des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Wer möchte den übrigen Teilen des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen? Das ist wieder die SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU. Wer enthält sich? Die Linke und die AfD. Damit sind alle Teile des Gesetzentwurfs in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP haben namentliche Abstimmung verlangt. Unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Schlussabstimmung stimmen wir noch über eine Entschließung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie sowie über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU ab. Deswegen bitte ich die Abgeordneten im Saal, noch hier zu bleiben. Die Abstimmung erfolgt, wie wir es ja kennen, in der Westlobby. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben schon ihre Plätze eingenommen. Dann eröffne ich jetzt die Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP. Die Abstimmungsurnen werden um 11.29 Uhr geschlossen. Und das bevorstehende Ende wird auch wieder bekannt gegeben. So, unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4911 empfiehlt der Ausschuss für Klimaschutz und Energie, eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Linke, SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU und AfD. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, CSU auf Drucksache 4913. Wer stimmt dafür? Das ist die CDU, CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP. Wer enthält sich? Die Linke und die AfD. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Sämtliche Abstimmungen zu Tagesordnungspunkt 8b, das ist der Gesetzentwurf zur Einführung einer Strompreisbremse einschließlich der namentlichen Schlussabstimmung, erfolgen erst nach dem jetzt folgenden Zusatzpunkt 3.